Freunde des Sky YouTube Sports. Willkommen zurück hier auf Outlast, The Whistleblower. Jawohl, oh, erstmal meine Haare gestutzt, ne? Ein Friseur gewesen, meine ich, jawohl. Ja, jetzt habe ich mal über eine Woche nichts mehr aufgenommen, weil ich noch so viele Aufnahmen hatte zusammen. Ich das mal rauskloppen konnte. Jetzt nehme ich jetzt gerade auf, also, ne? Und hau die nach dem Rennen dann auch direkt hoch, weil heute wieder Outlast dran ist. Entschuldigung erstmal an euch, dass das heute etwas später kommt. Ich war ja noch ein bisschen am Rumhantieren gewesen, weil ich ein neues Regal habe zu meiner linken Schulter hier. Da habe ich Totkopf drauf und so weiter, aber ich habe die andere Outlast-Folge gesehen und ich denke, pack mal das mit dem Regal noch nicht da rein. Also habe ich das jetzt noch ein Stückchen weggeschoben. Wenn ihr es sehen wollt, dann werde ich das bei ihm kurz die Kamera schwenken. So, da steht das gute Regal. Ganz oben BJ Blazkowicz und da unten dann noch mein Totenschädel. So, machen wir da wieder zu. So, dürfte das eigentlich jetzt gehen, ja? Nein? Doch, und ja, nach dieser Schreckensminute, die wir beim letzten Mal hier hatten, wir haben ja jetzt auch nichts zu lesen da. Er hat ja natürlich das alles kaputt gekloppt, dieser Sicherheitsexperte da. Diese Kackwurst, ey. 6 von 10 Batterien, wir haben die Batterien also behalten. So, wir haben auch da drüben so einen großen Oger gesehen. Oh, wir sind barfußig, warum nur? Ach du Scheiße, Alter, ich krieg mal nicht. Boah, Kacke, Alter. Ich denke, was ist denn jetzt kaputt? Steht gleich vor dem Fenster da. Ja, lässt du mich mal. Ich komm ja nicht raus. Ja. ich kam aus der Ecke nicht raus. Keine Chance, never. Vielleicht haben wir jetzt. Okay, alles klar. Auf los geht's los. Neue Runde, neues Glück. So. Da kommt er also rein. Frage ist. Die Tür könnten wir abhauen. Da könnte ich, dass er drumherum läuft. Die Frage ist, muss ich da raus, wo der reinkommt, oder da raus, wo... Macht er die Tür auch noch zu? Dieser Ganove! Ah, wo geht's denn lang? Ah, ah. Wo muss ich denn hin? Mach nicht! Wieso macht dieser Sicherheitsbeamte die Tür zu? Okay, wahrscheinlich wollen die, dass wir nicht ausbrechen oder das weitererzählen, was hier passiert. Okay, da steht jetzt da. Ich warte jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück, dass er gleich in diesen Scheißraum hier reingeht, links. Und ich weiß nicht, wo ich da hinlaufen soll gleich. Ja.
glaube, der war da drin, ne? Hat er einfach zugemacht. Das heißt, wir müssen da hinten rein. Moment. Gott, es war interessant, dass ich so einfach so... Wie kommt der hier rein? Vor allen Dingen, okay. Das war falsch. Eingefährt, arme Sau. Uiuiuiui. So. Speichert. Ist okay. Wisst ihr, dann haben wir es. Uiuiui. Also, wenn man das... Dich kennen wir schon. Okay, da kommt man nicht raus, da ist ja das Schloss vor. Aber wir müssen nach unten. Oh,
Aren't you fucking looking me? Yeah. I'm not the sick one! You lying motherfuckers! Fuck you! Get out of my room! Come here! No more sickness! No more nightmares! I'm not the sick one! You lying motherfuckers! Alter, was ist mit den Leuten los, ey? So, wollen wir mal gucken. Sollte nicht sterben. Betreff Scheinschwangerschaften. Echter Profit, Rick. Das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen vom Projekt Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern. Die Scheinschwangerschaften erlitten, eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Ach so, also nach Schwachsinn, ja. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivität der morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Darm war jederseits von Gut und Böse. Und diese Frau sind nie was und böse. Und diese Frauen sind die nie einer zusätzlichen Morphogenete unterzogen worden. Ich habe das Lesen verlernt, oder was? Keine Ahnung vom PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung vom Projekt Rollrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellte sich mir eine Frage: Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt. Verteilt ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig Jerry. No more sickness! No more nightmares! Naja. I'm not the sick one! You're lying, motherfucker! Fuck you! Fuck you, something crazy! Okay, das ist Exit, aber irgendwie traue ich dem ganzen Mann. Oh God! One of them's coming! It's not even hitting anymore! Lock it! Shut it in! Get Was? Anstatt dass der mich mitnimmt. Ja. Wir können natürlich jetzt, aber hier war. So, neue Batterie. Oh, sehr schön. Haben wir noch wieder 6 Batterien zusammen. Das ist ein guter Schnitt, würde ich sagen. Ja, funktioniert, würde ich sagen. Tür auf, Tür zu, aber bitte von außen, danke. So. Ich hoffe, euch hört das nicht im Hintergrund in meinem Kopf. Da habe ich das HD von der Kamera, wenn ich sie anmache. War jetzt ein bisschen, also, ja. Gut, das heißt, wir müssen da lang. Ja, lauf doch! Ich habe jetzt noch scheiß Ecke fest! Mami! Mami! Hier rüber, oder? Ja, das war gut. Lauf ich jetzt gerade weiter? Fenster? Okay, Fenster. Ui, da bist du aber nochmal gejagt. So, und jetzt sind wir hier draußen am Dach. Wir sagen, wie es weitergeht. Jetzt können wir schon wieder hier so eine Gartentour machen oder was? Draußen sind wir schon mal, aber ich denke mal nicht die Freiheit, sondern ja, okay. Das ist. Wir wollten wohl mal jemanden Rohr verlegen. Hus, hus.
will auf den Bach. Okay, da geht's lang. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen von außen hin. Ja, da ist zu. Das heißt, da waren wir schon richtig. Okay, warte. Hier war es dann. So. Kommen wir zu. Alles klar. Das Licht, ey. Das haben wir schon total geil gemacht hier, diese Effekte. Das heißt, wir müssen da durchklettern. Alter, wie der da mal so da eben da durchkommt, ne? Als hätte er Parkour geübt, ey. Wow. Warte, Batterie schon wieder leer? Okay. Ach ne, jetzt ist man da auch noch lang. Ja, das sollten wir vielleicht nicht. Ah! Wow, okay, da haben wir keine Chance, da kommen wir nicht rein. Das packe ich auch jetzt nicht an. Nee. Ich habe ja erst einen Eingang gesehen. Aber noch. Okay. Wo geht's da vorne lang? What? Bank. Also ich glaube nicht, dass ich das hier einer von der Bank aus angucken will. Ja, da sind wir. Sind wir hier nicht hochgekommen? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich muss das erstmal hier. Steht das zu? Da was liegen, ne? Doch, da liegt da was. Töte uns! Brenn das Gebäude nieder! Schlimmer als der Tod hier! Töte uns! Töte uns! Was ist denn mit denen los? Aber das war die Nacht, jo. Ja, komm mal nicht, wir müssen in den Garten! Ja, warum denn die Schwachsinn hier rein und hier ist nicht mal eine Batterie? Batterie war ja so schnell leer. Ich habe gar nicht mal lange gebraucht. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's interessant. Okay, haben wir einen sitzen. Na? Oh, Norbert, danke. Alles klar. Kommen wir wieder bei 6 an. Und das heißt, wir müssen. Okay, das ist auch offen. Sehe ich wieder eine Einladung. Kann ich gar nicht betätigen. Warte, dann will ich wissen, ob ich hier vorne das Tor aufmachen kann. Hier war das. Nein. Kette, okay. Das heißt, wir müssen da lang. Das ist richtig. Bevor es die scheiß Batterie ausgeht. Vorsichtig zu machen. Explosionen und Sounds hier. Ah!